Hallo, ich bin Gesa und ich zeige euch heute, wie ein Tag im Leben einer Profisportlerin aussieht. In der Regel stehe ich morgens so gegen 7 Uhr auf, mache mich lauffertig, verlasse das Haus und dann breche ich zu einem 6 Kilometer langen Dauerlauf auf. Dort versuche ich einfach meinen Kreislauf und meinen Körper ein bisschen in Schwung zu bringen, um mich auf den Tag und das Training am Tag vorzubereiten. Und meistens dauert das so 30 Minuten. Danach dehne ich mich noch ein bisschen, um meine Muskeln für die Haupteinheit vorzubereiten. Und dann habe ich die erste Einheit für den Tag auch schon geschafft. Im Anschluss genieße ich meistens ein sehr kohlenhydratreiches Frühstück. Meistens tendiere ich dazu, mir ein bis zwei Brötchen zuzubereiten mit süßem Aufstrich oder ich wähle mir ein Müsli mit Obst aus, einfach um genug Energie für den danach anstehenden Trainingsmorgen zu haben. Nach dem Frühstück habe ich meistens ein bisschen Zeit, meinen Aufgaben im Haushalt nachzugehen oder meine E-Mails zu beantworten, ein bisschen auf Social-Media-Kanälen unterwegs zu sein, um eben meinen Blog oder auch meine Facebook- oder Instagram-Aktivitäten ein bisschen voranzutreiben. Im Anschluss packe ich dann meine Tasche und breche so gegen 10 Uhr, 10.30 Uhr zum Sportplatz auf. Auf dem Trainingsgelände angekommen, mache ich dann meistens ein kleines Warm-up. Dieses dauert so zwischen 30 bis 40 Minuten und dazu gehören ein Aufwärmungsdauerlauf, einige Dehnübungen, koordinative Übungen und Steigerungen. Und im Anschluss folgt dann ein Intervallprogramm. Dieses können lange oder kurze Tempoläufe sein, die dann von meinem Trainer vor Ort gesteuert werden. Nach dem Training fahre ich dann meistens nach Hause, wo ich mir ein kleines und leichtes Mittagessen zubereite. Ich achte immer darauf, dass das Mittagessen nicht ganz so schwer ist, weil ich meistens am Nachmittag noch eine Trainingseinheit habe und ich einfach nicht mag, wenn mir das Essen schwer im Magen liegt. Gegen 17 Uhr beginnt dann meistens meine letzte Trainingseinheit am Tag. Diese kann variieren zwischen einem Dauerlauf oder einer kombinierten Trainingseinheit aus einem Dauerlauf und einem Krafttraining. Wenn ich Krafttraining habe, ist meistens mein Trainer auch vor Ort und im Anschluss habe ich dann einen freien Abend, den ich zur freien Verfügung nutzen kann. Wenn ich meine dritte Trainingseinheit beendet habe, koche ich mir meistens so gegen 19.30 Uhr noch ein kleines Abendessen. Danach verbringe ich den Abend auf der Couch. Manchmal nutze ich den Lymphomaten, um meine Beine noch ein bisschen zu lockern, schaue Fernsehen und lasse den Trainingsalltag ausklingen, damit ich am nächsten Tag wieder fit bin.